Never move far from color. Entferne dich nie zu weit von der Farbe. Eine Arbeit von Maurizio Nannucci. Zuletzt ausgestellt in der österreichischen Stadt Salzburg und im deutschen Ravensburg. Farbe, Licht und Worte. Die drei Komponenten, die alle Werke des italienischen Künstlers ausmachen. Das Licht, insbesondere das Neonlicht, das in den 60er Jahren aufkam, hat mir die Möglichkeit eröffnet, die Botschaft meiner Texte stärker auszudrücken und ihnen noch mehr Bedeutung zu geben. All art has been contemporary. Jede Kunst ist zeitgenössisch gewesen. Installationen wie diese im Museum of Fine Arts in der US-amerikanischen Stadt Boston machten Maurizio Nannucci weltberühmt. In verschiedenen Varianten ist dieser Schriftzug um die Welt gewandert. 2005 zierte er, damals ganz in Rot, das Alte Museum in Berlin. Und vor 4 Jahren eines der ältesten Museen der Welt, die Uffizien in Florenz. In der Heimatstadt von Maurizio Nannucci, in der er seine Lichtkunstwerke seit den 60er Jahren kreiert. Dieser Gedankenanstoß soll darauf hinweisen, dass auch die Werke in einem wichtigen Museum wie den Uffizien einst zeitgenössisch waren, für die Menschen, die damals lebten. Maurizio Nannuccis Schriftzüge prägen den öffentlichen Raum. Bevor er anfing, mit Licht zu arbeiten, experimentierte er mit unterschiedlichen Materialien, Farben und Texten. Über die sogenannte konkrete Poesie kam er zur Lichtkunst. 1969 einer seiner ersten Arbeiten, die Red Line, die rote Linie. Neon ist ein edles Material. Es ist Glas und pure Farbe, kein Plastik. Mit Neonlicht gehörte er einst zur Avantgarde. Die meisten Lichtkünstler arbeiten heute mit Leuchtdioden aus Kunststoff, mit LEDs. Maurizio Nannucci bleibt bei Neonröhren aus Glas, die, wie er findet, seinen Schriften das schönste Licht geben. Viele Installationen verkauft der Künstler, nachdem er sie abgebaut hat. Sie erzielen Preise zwischen 50 und 100.000 Euro. Eines seiner bekanntesten Werke hängt in der Bibliothek des Deutschen Bundestages in Berlin. Eine 90 Meter lange permanente Installation. Den richtigen Text für einen Ort zu finden, gelingt nicht immer. Manchmal musste ich während einer Arbeit aufgeben, konnte ein Werk einfach nicht vollenden, weil es mir nicht gelungen ist, den richtigen Text zu finden für das, was ich ausdrücken wollte. Es ist manchmal sehr schwer, mit Buchstaben eine komplette Idee, einen Wunsch auszudrücken. Mehr als 150 Neonschriften hat Maurizio Nannucci bis heute geschaffen. Ein Werk von ihm zu sehen, bleibt meist ein einmaliges Erlebnis. Denn viele Installationen, wie dieser Schriftzug an einer Brücke in der deutschen Stadt Magdeburg, werden nach wenigen Wochen wieder abgebaut.